Fortsetzung im Römerbrief. Kapitel 1 haben wir uns ja schon angeschaut. Da ging es darum, dass Paulus zunächst einmal auch einfach gegrüßt hat, die Römer, sich kurz vorgestellt hat, von der Gotteskraft in Christus gesprochen hat, vom Evangelium, wofür er beauftragt ist, dass man von dem Glauben der Römer weltweit sagt, ja, dass aller Welt und allen Menschen offenbar ist, dass es einen Gott gibt, weil sie es an der Schöpfung sehen können. Ja, also man kann an der Schöpfung kann man sehen, dass ein Gott ist. Und er fängt dann aber auch schon an mit seiner, fast muss man sagen, mit so einer Gerichtsrede. Ja, also der Paulus tritt wie so ein Staatsanwalt auf und auf der Anklagebank sitzt die ganze Menschheit. Nicht Gott. Bei den Menschen sitzt Gott immer auf der Anklagebank. Ja? Wie kann Gott sowas zulassen, wird oft gesagt. Ja? Wie kann Gott gerecht sein, wenn er sowas zulässt? Mit dem Hintergedanken, wenn Gott sowas zulässt, dann ist er offensichtlich kein guter Gott. Weil ich aber ein guter Mensch bin, oder zumindest das von mir unterstelle oder behaupte, brauche ich an diesen Gott nicht zu glauben. Ja? Also wenn man Gott nachweisen könnte, dass er ungerecht ist, glaubt der Mensch, er wäre frei und müsste nicht umkehren zu Gott. Ja? Und das steckt eigentlich so hinter der Frage, wie kann Gott das zulassen? Und Gottes Allmacht wird ihm dann zum Verhängnis, ja? Weil man sagt, Gott ist ja allmächtig. Wenn er allmächtig ist und dem Unrecht in der Welt nicht wehrt, dann will er es entweder oder lässt es zumindest zu. Und das ist ungerecht. Ja? So denkt der moderne Mensch. Das heißt, in unseren Tagen denkt der Mensch überhaupt nichts mehr. Ja? Dem ist Gott einfach gleichgültig. Ja? An CO2. An CO2, genau. Ja? Und da denkt er falsch dran. Ja? Und das schreibt der Paulus ja auch, Gott hat sie da hingegeben in falschen Sinn, ja, und Dinge zu tun, die nichts taugen, und in Unreinigkeit hat er sie hingegeben, in schändliche Lüste hat er sie hingegeben und in verkehrten Sinn. Das findet ihr in Vers 24, 26 und 28 im ersten Kapitel. Ja, also in Kapitel Römer 1, Vers 24, darum hat sie Gott auch dahin gegeben in Unreinigkeit. Vers 26, darum hat Gott sie auch dahin gegeben in schändliche Lüste, Homosexualität. Und Vers 28, und gleich wie sie nicht erkannt haben, dass sie Gott erkennen, gleich wie sie es nicht geachtet haben, dass sie Gott erkenneten, hat Gott sie auch dahin gegeben in verkehrten Sinn. Ja, vernebelter Sinn. Und genau das Gegenteil von dem anzunehmen, was eigentlich normal ist und was wahr wäre. Und bei den Sachen, die wir so die letzten Jahre erlebt haben, war für mich auch immer, das geht euch sicher ja auch so, die Frage, wie können die Menschen diese Lügerei nicht durchschauen? Ja? Und da gibt es bestimmt ganz viele Motive, aber ich habe da wirklich auch oft hilflos vorgestanden und habe gedacht, wie kann das sein, dass man da so drüber hinweggeht? Und das, bei manchen hat man ja wirklich den Eindruck gehabt, die haben das geglaubt. Ja? Das war nicht mal Eigennutz oder Bequemlichkeit oder Angst, dass man jetzt nicht mehr mit der Masse schwimmt, oder, sondern die waren da wirklich überzeugt von. Ja? Und die beste Erklärung, die ich so gesehen habe, war die, dass Paulus sagt, da ist halt einfach ein anderer Geist ausgegossen, ja, der ihnen die Sinne vernebelt. Oder auch hier, wie hier steht, dass Paulus schreibt, ja, Gott hat sie dahingegeben, in verkehrten Sinn zu tun, was nicht taugt. Das war für mich die einzige und beste Lösung. Und die Gegenfrage war für mich auch, wenn Gott uns den Geist der Wahrheit gegeben hat, der uns in alle Wahrheit leitet, müsste ich dann die Lüge der Welt nicht auch durchschauen können? Eigentlich schon, oder? Da führt ja eigentlich gar kein Weg dran vorbei. Der Geist der Wahrheit führt uns ja sogar in unsere eigene Persönlichkeit rein und zeigt uns, wer wir sind, ja? Dass wir erkennen, dass wir Erlösung brauchen. Dann müsste ich doch auch die groben Lügen, und das waren ja wirklich grobe Lügen, ja, die müsste ich da eigentlich durchschauen können. Und erstaunlicherweise, wenn ich dazu ganz frank und frei sagen darf, waren die Christen eigentlich in Europa die am meisten Angst gehabt haben um ihr Leben. Ja? Ich habe irgendwann mal den Pestbrief vom Luther mir rausgesucht. Luther hat einen Pestbrief geschrieben, weil fünfmal während seiner Lebzeiten die Pest gewütet hat. Und dann hat er geschrieben, wer flüchten darf. Da haben die Pfarrer gefragt, ob sie vor der Pest weglaufen dürfen. Und da hat der Luther gesagt, wenn ein Pfarrer übrig bleibt, um die letzte Ölung denen zu geben, die dann an der Pest versterben, dann dürfen die anderen gehen, wenn der Herr keinen anderen Auftrag für sie hat. Ja? Aber der Bürgermeister bleibt da, sagt er. Ja? Das ist dann, der Bürgermeister ist in guten Zeiten da, der bleibt auch in Pestzeiten in der Stadt. Das war so Luthers Pestbrief. Ganz interessant zu lesen. Ja. Ich habe auch vielen gesagt, wir haben nicht die Pest im Land, aber man hatte den Eindruck. Ja. Gut, also Paulus schreibt dann im ersten Kapitel
von den gottlosen Heiden. Ja, ich habe hier euch so eine Gliederung mal mitgebracht. Ja, ist ein bisschen schwer zu lesen zu Beginn. Das haben wir praktisch hier im ersten Kapitel schon gehabt, die gottlosen Nationen, die gottlosen Heiden. Ja, es fängt hier an, Gottes Gerechtigkeit aus Glauben, ist der erste Teil, lehrmäßiger Teil, Römer 1 bis 8. Der Römerbrief ist sehr strukturiert, also wie eine juristische Ausarbeitung. Ja, sehr, sehr strukturierter Aufbau. Dann kommt erst die Einleitung, Römer 1, Vers 1 bis 17, das haben wir beim letzten Mal, also gestern gemacht, gestern Morgen. Die Notwendigkeit der Rechtfertigung, das ist praktisch hier in diesem 1.2. Die gottlosen Heiden, Römer 1, Vers 18 bis 32. Heute machen wir die Selbstgerechtigkeit der Nationen und die Selbstgerechtigkeit der Juden. Und dann die Schlussfolgerung daraus ist, dass niemand ist, der Gutes tut. Ja? Und dann kommt die Rechtfertigung aus Glauben. Gerechtigkeit Gottes, allein durch Glauben, Frieden mit Gott. Also so ist die grobe Struktur in dem ersten lehrmäßigen Teil im Römerbrief. Also Paulus zeigt hier, dass die Menschen gottlos sind und Gott sie dahin gegeben hat. Und jetzt fängt er an, in dem Kapitel, was wir uns heute anschauen wollen, Vers 1, wer seine Bibel dabei hat, da steht darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen? Und später dann in Vers 17 steht, siehe aber zu, du heißt ein Jude und verlässt dich aufs Gesetz. Ja? Und ab Vers 17 geht es dann um die Juden, die ja meinen, sie würden Gottes Willen tun. Und Paulus nimmt also beide Gruppen, den Menschen an sich, ganz grundsätzlich. Und dann geht er speziell auf die Juden ein und sagt, euch geht's auch nicht besser als den Menschen draußen in der Welt, weil das Gesetz, was ihr habt, das formuliert zwar Sünden. Da steht drin, was Sünde ist und was Gott für ein Gräuel hält, aber das Gesetz bringt euch keine Hilfe. Das Gesetz kann euch nicht helfen. Das zeigt nur, das macht die Diagnose eurer Krankheit, aber das Gesetz kann euch nicht heilen. Ja, das ist der Sinn auch des Gesetzes. Paulus sagt ja auch, dass das Gesetz nebeneingekommen ist. Ja, dass Gott einen Glaubensbund mit Abraham geschlossen hat und das Gesetz, das 430 Jahre später gekommen ist, hebt den Glaubensbund mit Abraham nicht auf, sondern das Gesetz ist nebeneingekommen. Das ist noch als Zusatz mit da oben drauf gekommen, damit die Juden und durch die Juden auch alle Welt wissen kann, was Sünde ist. Das ist formuliert. Gott formuliert seinen Willen, seinen heiligen Willen. Und er sagt eigentlich, um zu mir zu kommen, aus eurer eigenen Kraft, müsst ihr das tun, was ich in meinem Katalog aufgeschrieben habe. In meinem Dekalog, ja, 10 Gebote oder in meinen 613 Geboten. Ja, so ist ja die Juden sagen, die Bibel hätte 613 Gebote. Das ist die Frage, ja. Also es ist eine Kunstzahl, soweit ich weiß. Also man sagt Tanach. Tanach steht für unser altes Testament, ja, Tanach. Ist auch eine Abkürzung für Tora, Naviim und Ketuvim. Tanach. Ja? Tora sind die ersten 5 Bücher Mose, dann kommen die prophetischen Bücher, die Naviim und Ketuvim, so Geschichtsbücher. Und aus den Anfangsbuchstaben hat man TN gemacht und da hat man da 2 A's reingemacht. Das ist Tanach. Ja? Also von der Tora bis zu den geschichtlichen Büchern. Und die Juden sagen halt, dass im Gesetz, in der Tora, 611 Gebot, also, nee, dieses Wort Tanach hat den Zahlenwert 611. Deswegen sagt man, der Tanach hat 611 Gebote. Und dann gibt es noch 2 Liebesgebote auf dem Sinai, dass wir Gott lieben sollen und den Menschen macht dann 613 Gebote. Daher kommt das. Ja? Und dann sagen sie, das sind 365 Verbote für jeden Tag im Jahr und 248 Gebote, weil der Mensch 248 Knochen hat. Was das heißen soll, ich gebe das nur so wieder. Ja? Macht Sinn, gell? Macht irgendwie, ich weiß nicht, man hätte sicher auch noch was anderes finden können, ja? Aber das hat man halt so Auslegungen haben die da. Naja, gut. Also so ist es irgendwo, aber es heißt jetzt nicht, dass es unbedingt zwingend 613 Gebote wären. Ich habe mir auch mal die Mühe gemacht und habe die wirklich alle mir runtergeladen von Tora.org, ja, und habe die alle durchgelesen, habe die alle gezählt. Verrückt, gell? Aber ich habe gesehen, da waren welche doppelt. Dann habe ich die angemeldet und habe gesagt, habt ihr eigentlich gemerkt, dass in eurer Aufzählung ein paar Gebote doppelt sind? Was ja heißen würde, sind nicht 613.
Dann haben die mir zurückgeschrieben, ob ich ihnen denn vielleicht sagen könnte, welche das wären. Da habe ich gesagt, jetzt hat aber einer eine Flanke aufgemacht. Ich wollte zurückschreiben und sagen, ihr wollt doch jetzt nicht von einem Goyim, von einem Unbeschnittenen wissen, dass euer Gesetz falsch ist, oder? Das wollt ihr doch, das glaubt ihr mir doch gar nicht, ja? Ich habe aber ganz lieb dann geschrieben auch, ja? Ich habe gesagt, da und dort. Ich habe aber nichts mehr gehört. Wahrscheinlich zählen sie noch. Keine Ahnung. Ist auch irgendwie. Aber da kommen diese Sachen. Also wenn ihr hört 613 Gebote, wisst ihr immer, ja, da muss man immer mal erst mal zählen und mal gucken, ob das auch alles so ist, wie das erzählt wird. Uns wird viel erzählt heute wohl. Und ich sage immer gern, wir sind ja Christen, wir glauben bei weitem nicht alles. Ja, uns kann man nicht alles erzählen. Ja, sondern wir prüfen nach wie die Beröa-Christen. Ja. Aber der Paulus, der hat jetzt hier praktisch diese beiden Gruppen, die nimmt er in Kapitel 2. Und nachdem er sich vorgestellt hat und den Römern gesagt hat, ich möchte gern zu euch kommen, weil man erzählt überall von euch, fängt er praktisch jetzt an und spricht über Gott und die Welt. Ja, und sagt, guckt mal, in welcher Welt ihr lebt, ja, was so los ist in der Welt, in der römischen Welt. Klar, wissen wir, vor 2000 Jahren die Römer, das war schon ein schlimmes Völkchen, ja, da ging ja alles. Und vergessen dabei, dass wir heute auch ein schlimmes Völkchen sind, wo noch mehr geht, ja. Wir sind das so gewohnt, dass für jedes Langnese-Eis mit dem Nackedei an der Bushaltestelle geworben wird, ja. Wenn die Muslime zu uns ins Land kommen und sagen, was ist denn hier los? Ja, das ist für die, Haram, was immer das sein mag, ja. Sünde, ja, ja. Und wir stellen unsere Kinder dahin, wenn die morgens in die Schule, das ist schon ganz normal für die, ja. Also ich hatte in der Folie gestern auch ein paar Sachen aus der Vorrede vom Luther zum Römerbrief. Für Luther war der Römerbrief der wichtigste Brief überhaupt. Ja. Gut, das ist auch wie ein Jurist, der hier vorträgt. Und der Luther war ja auch, wäre fast Jurist geworden. Er ist vielleicht auch Jurist geworden, ja. So ein geistlicher, theologischer Jurist, ja. So hat der Luther ja auch gearbeitet. Und ich glaube, da war der dem Paulus sehr, sehr nah, weil der so systematisch da durchgeht, ja. Also wir schauen uns einfach mal den Text an, dass man mal so ein bisschen schmeckt, wovon reden wir denn hier überhaupt, ja? Also jetzt geht es erst um die Selbstgerechtigkeit der Nationen von Vers 1 bis Vers 16, ja? Darum, o Mensch, ja, spricht die ganze Menschheit an, darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der da richtet, egal, wer du, und wenn es der Papst wäre in Rom. Denn worin du einen anderen richtest, verurteilst, verdammst du dich selbst, ja? Du zeigst mit dem Finger auf jemand anders, und drei Finger zeigen auf dich zurück, ja? Zumal du eben dasselbe tust, was du richtest. Weil er sagt, ihr seid alle aus einem Holz geschnitzt. Da ist keiner besser und keiner schlechter, ja? Denn wir wissen, dass Gottes Urteil ist Recht über die, die solches tun. Denkst du aber, o Mensch, der du richtest die, die solches tun, und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen werdest? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmütigkeit? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Da haben wir heute Morgen in der Gebetsstunde kurz drüber nachgedacht. Also der Vers, den finde ich sehr, sehr schön, weil der so ein bisschen von der Freundlichkeit und von der Menschenliebe, von der Güte Gottes spricht, ja? Nicht Gottes Strenge, nicht Gottes Urteil, nicht, dass wir in die Hölle verworfen werden für unsere Sünden, bringt uns zur Umkehr und zur Buße, sondern Gottes Güte, Gottes Geduld und Langmütigkeit mit uns. Das bricht uns das Herz, ja? Dem allemal das Herz bricht, wir kommen oder kommen nicht. Was für ein schöner Vers, ja. Und so kurz, so komprimiert gesagt, ja, das ist Gott. Und zu dem Gott sind wir gerufen. Also das finde ich wunderschön, ja. Mitten in so einer Anklagerede, ja. Erschüttert er eigentlich die Hörer und sagt, hier geht es um einen gütigen, geduldigen und langmütigen Gott. Ja. Du aber nach deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufest dir selbst den Zorn auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Vor 35 Jahren war ich hier im Gottesdienst. Da war hier vorne ein Pastor, manche kennen den, Bernhard Focken. Ich höre den heute noch sagen, das machst du dir selbst. Das häufst du dir selbst auf. Du selbst, nicht Gott häufst dir das auf. Du selbst häufst dir das auf den Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Ich war schon ein junger Christ, werde ich nie vergessen. Ja? Das sagt er, das machst du dir, du häufst dir das selber auf den Tag des Zorns. Das häuft Gott nicht auf, das machen, das ist unsere Verantwortung und auch unsere Schuld, ja, unser Wesen, unser Tun. Und das, sagt er, führt dazu, dass Gottes Zorn offenbar werden wird, und zwar über die ganze Welt, ja. Gott, welcher geben wird einem jeglichen nach seinen Werken, Preis und Ehre und unvergängliches Wesen denen,
die mit Geduld in guten Werken trachten nach dem ewigen Leben, aber denen, die da zänkig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit, Doppelpunkt, die bekommen Ungnade und Zorn, Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die da Böses tun, vornehmlich der Juden und auch der Griechen. Das sind alle Menschen in der Vorstellung von Paulus. Juden und Griechen. Er hat gesagt, die Welt besteht aus Juden und Nichtjuden. Und die Nichtjuden, das sind alles Griechen, seit Alexander dem Großen. Griechisches Neues Testament, ja. Das war seine Trennung, die Aussage, die er da trifft, ja. Denn, sagt er, es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Vers. Vor Gott ist kein Ansehen der Person. Das ist den einen zum Trost und den anderen zum Tadel, oder? Die meinen, sie wären die Ersten in der Welt, die sollten sich den Vers hier als Warnung nehmen. Und die glauben, sie wären die Letzten in der Welt, die nehmen sich denselben Vers hier zum Trost. Und das finde ich so schön an Gottes Wort. Das wirkt auf den einen so und auf den anderen so. Ja? Das hat alles seinen Ort und seine das ist gerecht, was hier passiert. Das Wort Gottes ist gerecht, das an uns geschieht. Das ist gut, ja, das ist eine wichtige Anmerkung, ja. Was würdet ihr denn sagen, aus welchen Volksgruppen die Menschheit heute besteht? Aus Christen und Nicht-Christen. Ah, danke schön. Fehlen die hier noch? Ja, ne? Ihr spricht ja nur von Juden und Griechen. Hier ist die Gemeinde Jesu, ist da, die fehlt da noch. Also wenn ihr euch daran erinnert, gerade wo du sagst, jetzt Israel ist natürlich der Erstgeborene, die Erzväter hatten immer zwei Söhne und den Segen hat immer nicht der Erstgeborene, sondern der Zweitgeborene geerbt. Ja? Also Abraham hatte zwei Söhne, Ismael und Isaak, den Segen hat der Isaak geerbt. Isaak hatte zwei Söhne, Esau und Jakob, den Segen hat der Zweitgeborene geerbt, der Jakob. Jakob hat dann wieder 12 Söhne, aber Josef in Ägypten hat zwei Söhne, Ephraim und Manasse. Und der alte Josef, der legt die Hände sogar über Kreuz auf, wenn der die segnet. Und der Josef sagt, nee, Papa, dann ist ja falsch rum, das ist doch der Jüngere und das ist der Ältere, muss doch andersrum segnen. Nee, sagt er, lass mal, ich weiß, was ich tue. Das heißt also, im Gesetz stand immer, der Erstgeborene soll den Segen erben. Aber bei den Erzvätern hat immer der Zweitgeborene den Segen geerbt. Jetzt sagt Paulus, das ist ein Bild, diese Dinge bedeuten etwas, das hat eine tiefere Bedeutung, ja, Galaterbrief. Und er sagt, Herr Ismael ist ein Bild auf Jerusalem unter Gesetz, übrigens nicht auf die Moslems. Ismael ist nicht für die Moslems, sondern Paulus deutet Ismael als geistliches Bild auf Jerusalem, was unter Gesetz ist. Und er sagt, und wir sind Isaak. Warum? Weil die Gemeinde Jesu der Zweitgeborene ist und der Zweitgeborene hat den Segen geerbt. Warum denn? Weil die Gemeinde Jesu Gottes Geist bekommt. Weil wir teilhaftig werden seines Geistes. Das ist im Alten Testament nicht so gewesen, ja? Das Alte Testament kennt keine Wiedergeburt. Das Neue Testament kennt eine Wiedergeburt und kennt den neuen und den alten Menschen. Im Alten Testament gibt es nur den Gottesmenschen. Ja, das ist der gottergebene Mensch. Entweder kommt er aus dem Volk Israel und hält das Gesetz, oder er ist ein Proselyt und hält das Gesetz. Ja, aber im Alten Testament gibt es keine Wiedergeburt. Warum nicht? Naja, man sieht es zum Beispiel daran, dass über diesen Zwiespalt zwischen altem und neuem Menschen, wo der Paulus von schreibt, das findet man nur im Neuen Testament. Weil die Jungfrau keinen Sohn hat. Ja, genau. Ja. Ja. Und das ist ganz interessant, das sind Bilder. Also immer hat der Zweitgeborene hat den Segen geerbt. Deswegen einverstanden, ja, mit deiner Aussage. Ich weiß, wie du das meinst, und der schreibt das auch gleich, der Paulus im letzten Vers, das ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist und die Beschneidung des Herzens ist die Beschneidung, die im Geist, ja, und nicht am Fleisch geschieht. Eines solchen Lob ist aus Menschen, nicht aus Menschen, sondern aus Gott. Insofern bin ich einig mit dir. Ja? Nur in der gegenwärtigen Situation, wo das Judentum und Israel, der Zionismus praktisch so eine Auferstehung erlebt und wo man fast den Eindruck hat, die Christen gehen von Abraham, vom Glauben Abrahams zurück zum Berg Sinai. Da würde ich einfach sagen wollen, da bleibe ich irgendwie lieber Isaak, als dass ich wieder ein zweiter Ismael würde, ja. Weil das eine falsche Assoziation hat, ja, wenn wir sagen, wir würden praktisch dann zu einer Art Juden wieder werden. Ja. Aber ich weiß, wie du es meinst. Ja. So wie du es meinst, meine ich es auch, aber ich sage es halt nicht. Ja? Ja? Ja, ja, genau. Ja, ja, natürlich, ja, ja. Und das macht der Paulus immer.
Also wenn es um den Glauben geht, wenn es um die Gerechtigkeit geht, wenn es um die Nähe zu Gott geht, sagt er, sind die Juden immer vorne, aber auch die Griechen, ja. Und das heißt nicht nur, dass die Juden vorgezogen sind, sondern heißt auch, dass die Juden eine größere Verantwortung haben. Warum? Weil die wissen, was Gott ihnen geschrieben hat, ja. Das sieht man deutlich. Man sieht das auch an diesem Jesaja-Zyklus, dann machen wir da in Zabelstein. Also Kapitel 53, Christus, der leidende Christus, das kennen wir alle, ja. Er schoss auf vor ihm wie ein Reis aus dürrem Erdreich und da war nichts, keine Gestalt, die uns gefallen hätte und so weiter. Dann kommt Kapitel 54, die Gemeinde Jesu aus den Juden. Dann kommt Kapitel 55, die Gemeinde Jesu aus den Heiden. Kommet her zu mir alle. Ja, nicht nur Israel, kommt her zu mir alle und kauft umsonst Wein und Milch. Kommt alle, die irgendwie an den Hecken und Zäunen. Ja. Und das kann man da sehen in diesem Zyklus. Jesaja 53 Christus, Jesaja 54 die Gemeinde aus den Juden und Jesaja 55 dann die Gemeinde weltweit. Und am Ende geht es wieder zurück, Jesaja 59, 60, bis Gott wieder in Israel sein Gottesreich aufbaut. Das sieht man in diesem Zyklus, sieht man das auch. Ja. Also wie Apostelgeschichte auch, ja. Euch ist das zuerst geschehen, euch Juden zuerst, weil euch sind die Väter, ihr kennt den Glauben des alten Bundes, ihr wisst, was Gott geschrieben hat, dass es euch anvertraut und ihr seid eigentlich die, die als Erste informiert sein müssten und als Erste wach sein müssten, was hier passiert. Ja? Das galt damals so, heute gilt das für uns Christen und es tut mir weh, dass die Christenheit so schläft. Ja, ich werde da ganz kirre. Ich denke, wir müssen doch hellwach sein, was da passiert. Ja? Steh auf, der du schläfst. Ja, genau. Steh auf in den Toten, der du schläfst. Ja, das ist mir unerklärlich. Also so gewisse Parallelen meine ich da auch zu entdecken, aber die sind für mich so schattenhaft. Ja? Also als Beispiel, ihr wisst zum Beispiel, dass es gab ja damals Pharisäer und Sadduzäer. Die Pharisäer haben an die Auferstehung geglaubt und auch an die Engel. Und die Sadduzäer waren so die Humanisten der damaligen Zeit. Ja? Und die beiden haben den Hohen Rat gebildet und der Paulus sagt, ich werde angeklagt wegen der Auferstehung, wegen der Hoffnung der Auferstehung der Toten. Bumm, das geht sofort hoch. Ja? Die einen bekennen halt Engel und jenseitiges Wesen und Auferstehung und die anderen zweifeln das halt an. Paulus wusste das und hat die erstmal in die Luft gesprengt mit einem Satz. Ja? Das Interessante ist, die Pharisäer, die haben die Überlieferungen gehalten, der Altvorderen. Die Sadduzäer haben sich zurückbezogen auf einen Priester Zadok. Und der Zadok war ein sehr hingegebener Priester. Und wenn man Zadok ins Griechische gräzisiert, dann wird daraus Sadduzäer. Ja? Und was ganz Ähnliches, und das will ich damit sagen, haben wir heute auch. Wir haben eine Ökumene, die besteht aus Katholischen und Evangelischen. Die Evangelischen führen sich auch zurück auf einen mittelalterlichen Priester. Das war halt der Luther. Ja? Und die Evangelischen sind heute auch die Auferstehung leugnen und die humanistisch geprägt sind. Wie die Sadduzäer damals. Und die Katholischen, die halten noch an den Engeln und der Überlieferung und den Heiligen und die glauben an ein ewiges Leben und an Verlorenheit nach. Ja, das ist fast wie die Pharisäer. Und so wie die damals den Hohen Rat gebildet haben, so bilden heute Katholische und Evangelische die Ökumene. Und das ist für mich ein Schatten, ja, das ist, wo ich sage, eine gewisse Parallele sehe ich da, aber ich würde das jetzt nicht so einloggen wollen und sagen, das ist jetzt, sondern es ist für mich so ein Hinweis, was da passiert, ja. Und vielleicht stehen wir auch irgendwann nochmal vor dem Hohen Rat. Müsst euch daran erinnern und sagen, ich bin hier angeklagt wegen der Auferstehung der Toten. Dann gibt es erstmal Tumult im Gerichtssaal, habt ihr ein bisschen Zeit gewonnen, ja. Viel helfen wird es wahrscheinlich nicht, wer weiß, ja. Aber insofern sage ich, gibt es für mich bestimmte Parallelen, die ich meine da zu sehen. Aber ich würde das jetzt nicht überbetonen wollen. Ja? Das ist so ein Hinweis vielleicht für mich. Ja? Welche ohne Gesetz gesündigt haben, die Heiden, die kein Gesetz kennen, ja, keine Tora, keinen Tanach, die ohne Gesetz gesündigt haben, die werden auch ohne Gesetz verloren werden. Und jetzt ist hart, ja, die und welche unter dem Gesetz gesündigt haben, nämlich die Juden, die werden durchs Gesetz verurteilt werden. Das Gesetz ist kein Heilsweg. Paulus hat das Gesetz nicht verwendet wie die Juden. Paulus hat das Gesetz genommen, um zu Christus zu treiben. Die Juden haben gesagt, das Halten des Gesetzes ist unser Ziel. Wenn du das Gesetz hältst, bist du angekommen. Paulus sagt, du kannst das Gesetz nicht halten, versuch's doch zu halten und dann wirst du sehen, dass du es nicht halten kannst. Und dann suchst du einen Erlöser und dann findest du zu Jesus.
Und so verwendet Paulus die Bibel, das Alte Testament und alle Vorschriften im Gesetz und alles treibt zu Christus, weil er hilft. Er kann helfen. Das Gesetz kann nicht helfen. Paulus sagt, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, in Klammern, aber keine Hilfe. Das heißt, du bleibst im Gesetz allein vor Gott. Du musst, wenn du das Gesetz hast, allein vor Gott bestehen. Und viele Christen sind in einer seelsorgerlichen Malaise, in eine Sackgasse gefangen, weil sie glauben, ja, Jesus ist für mich gestorben, aber ich muss doch jetzt, ja? Und dann kommen sie unter denselben Druck, wie die Juden unterm Gesetz gewesen sind. Und sie scheitern. Ja, wenigstens die 10 Gebote. Ja, und sie verzagen dann daran. Ja, sie versuchen das Gesetz aufrecht und ehrlich zu halten und verzagen daran, fallen in Sünde, warten 2-3 Tage, beten dann um Vergebung, fangen wieder neu an. Dann fallen sie wieder in Sünde. Ja, dann geht die Sache von vorne los. Und das zermürbt den Menschen. Und solange ist er auch noch, glaubt er sich alleine vor Gott. Und wenn Gott Gnade schenkt, dann zerbricht man dadurch darunter vollkommen. Und irgendwann sagt man, das war's, Herr. Mehr habe ich nicht. Ja, und jetzt stehe ich vor dir ohne alles. Ja? Und das ist ein Moment, wo ein Mensch offenbar wird vor Gott. Ich bin nackt. Ich habe alles versucht, aber ich habe nichts zu bringen vor dir. Ich will ja das Gesetz tun, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, was dem Gesetz des Geistes widerstreitet und mich gefangen nimmt. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Gesetz dieses Todes? Ich danke aber Jesum Christum. So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind, die nicht mehr nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Ja? Das ist das Geheimnis des Glaubens. Das ist etwas Neues. Das macht frei. Das macht stark. Das macht authentisch. Ja? Das ist Evangelium. Da wollen wir hin. Wir wollen nicht ins Gesetz. Für die Juden ist das Halten des Gesetzes schon das Ziel. Denn die dünken sich, dass das schon alles wäre. Ja? Für Paulus ist das Gesetz nur Mittel zum Zweck. Er sagt, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Deswegen muss das Gesetz gepredigt werden, in dem Wissen, dass das Gesetz, dass die Anstrengung nicht hilft. Trotzdem ist es für einen Christen gut, sich anzustrengen, um ehrlich zu scheitern. Ja? Und ein Mensch, der in so einem Kampf ist, dem Gesetz gegenüber, das darf man nicht abkürzen. Der muss da hindurch, der muss das schmecken, der muss die Bitterkeit des Gesetzes schmecken, der muss die Bitterkeit seines eigenen Wesens schmecken, der muss diese Höllenfahrt ins eigene Ich erlebt haben, um die Gnade zu schätzen. Das darf man nicht abkürzen. So ein Mensch ist am Jabbok, da ist es dunkel, wie der Jakob, der mit dem Mann kämpft, ja, bis die Morgenröte, bis dem die Sonne aufgeht. Und der hinkt an seiner Hüfte, der hinkt am alten Menschen, ja, aber dem ist die Sonne aufgegangen, der hat einen neuen Namen bekommen. Gott kämpft, ja? Und jetzt hinkt der und humpelt er da mit den Schäflein, sagt, komm, du kannst jetzt so schnell, ich kann auch nicht so schnell, wir humpeln so Richtung Heimat, ja? Aus dem ist ein bescheidener Mensch geworden. Aber der hatte Licht, dem ist die Sonne aufgegangen. Und das ist unsere Situation, ja? Wir hinken am alten Menschen, aber wir haben das Licht des Evangeliums. Und wir wissen, dass wir unserem alten Menschen nicht trauen können, aber wir wissen, dass wir auf dem Weg nach Hause sind. Und das, was Jakob dort erlebt hat, das haben wir auch erlebt. Und das passiert, wenn das Gesetz uns auferlegt wird und wir kämpfen mit diesem Gesetz, bis uns das Gesetz in die Knie zwingt. Auf die Knie zwingt, ja? Die göttliche Betrübnis ist eine Betrübnis zur Seligkeit. Die Betrübnis der Welt ist eine Betrübnis zum Tod, ja? Und durch diesen engen Geburtskanal, da gehen die Christen durch, bis wir zu Christus gefunden haben. Und dann haben wir Verständnis, Licht für andere Menschen, für andere Probleme in deren Leben, weil wir selber sehen, wir sind auch genauso aus demselben Holz. Ja? Warte, entschuldigen, ich glaube, der Jan war zuerst, oder? Irgendjemand hatte, glaube ich, ein Handzeichen gegeben. Ja? Haben die nicht damals sich für Schwüre gegen Tag? Ja, der Engel rührt ihn, also der Jakob ist ja stark, wie der alte Mensch von uns, der ist stark, der alte Mensch will nicht sterben. Der ist stark. Eine Schwester auf einer der Freizeiten letztens in der Schweiz hat gesagt, sie war auch unter Gesetz und man kann weit kommen im Gesetz, sagt sie. Weit. Hat mich sehr, sehr angesprochen, sagt sie. Aber irgendwann ist an einen Punkt gekommen, wo sie gemerkt hat, sie bricht einfach zusammen. Sie kann das Gesetz nicht halten. Und der Jakob, der war halt stark, der hat die ganze Nacht gekämpft und irgendwann hat der Engel gegen Morgen hat er ihn an der Hüfte angerührt. Ja, da, wo geschworen wurde, da, wo
wo Ehrlichkeit, wo Wahrhaftigkeit im Mensch, wie ein Bild, das sagt, du bist ein Lügner, du bist ein Betrüger, Jakob. Und daran ist er zerbrochen. Und das Interessante ist auch, dass da steht, die Juden essen bis heute keine Spannader, steht in meiner alten Luther. Die essen halt keine Hüfte, ja. Die Juden haben nicht verstanden, was das heißt. Ja? Eigentlich wird da Wiedergeburt beschrieben. Ein neuer Mensch. Jakob kriegt einen neuen Namen, Israel. Er hat eine neue Natur. Und er hinkt am alten Menschen. Ja? Und Paulus sagt, wir hinken auch am alten Menschen. Das ist ein ganz interessanter Gedanke. Ja? Also die Frage ist ja die, reicht es, die 10 Gebote zu halten? Das ist so klassisch evangelisch. 10 Gebote, ja, ich weiß nicht, katholisch vielleicht auch, ja. 10 Gebote ist so, das kann man sich auch gut merken da und das ist auch nicht so ganz so viel. Und ich hätte so folgende Frage. Also ich gehe davon aus, dass das Gesetz ein monolithischer Block ist. Man darf das Gesetz nicht auseinanderreißen. Das gehört alles zusammen. Das heißt Mose 3, ne? Genau. Mose 3, Gottes Wille. Natürlich, ja. Warum ist das so? Paulus sagt im Galaterbrief, wer das Gesetz auch nur an einem übertritt, ist es ganz schuldig geworden. Dann heißt das, dass das ganze Gesetz zusammenhängt. Das heißt, wenn ich eins der 10 Gebote übertrete, dann bin ich auch die anderen, wie viel, 603, bin ich dann auch ungefähr, ja. Dann habe ich das ganze Gesetz übertreten. Das heißt für mich, das Gesetz ist ein monolithischer Block und ich darf nicht Gesetze daraus lösen, nicht mal die 10 Gebote. Jetzt wird es natürlich schwierig, weil jetzt heißt es ja dann, ja, wonach soll ich denn überhaupt leben? Was ist denn, wie kann ich denn leben? Was ist denn meine Lebensanweisung? Ja, Gnade. Und ich würde vielleicht sogar auch sagen, das Gesetz des Geistes ist unser Gesetz. Das Gesetz Christi ist unser Gesetz. Um es noch deutlicher zu sagen, unser Gesetz ist nicht Buchstabe. Unser Gesetz ist eine Persönlichkeit. Gottes Sohn, Jesus. Was sagt denn das Gesetz des Geistes? Was sagt denn das Gesetz Christi? Oder Jakobus nennt das Gesetz der Freiheit. Wir haben nicht mehr das Gesetz vom Sinai. Wir haben nicht mehr das Gesetz des Mose. Wir haben das Gesetz Christi. Warum? Weil wir in einem neuen Priestertum sind. Ja, haben wir gesprochen von jetzt die Tage. Der Hebräer sagt, Hebräer 7, Vers 12, wo das Priestertum sich geändert hat, muss sich auch das Gesetz ändern. Ja gut, sag ich, okay, ja, und wo? Welches Gesetz denn jetzt? Das ist nur der 10 Gebote oder was? Das kann es ja nicht sein. Nee, sagt Paulus, das Gesetz des Geistes in Christus hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Also Paulus spricht vom Gesetz Christi. Jakobus spricht vom Gesetz der Freiheit. Paulus spricht auch vom Gesetz des Geistes. Und ihr kennt das alle, das Gesetz. Es wird nur nie gepredigt und man wird sich, ist auch nicht bewusst darüber, was das bedeutet. Ja? Das ist es, ja. Galater 6, Vers 12, glaube ich, ja. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr was erfüllen? Ah, wir kennen es doch alle, ja. So werdet ihr Christi Gesetz, Christi Gebot erfüllen. Es wird aber nie gepredigt. Und deswegen ist man das nicht bewusst. Unser Gesetz ist Christus. Warum sollen wir denn des anderen Last tragen? Naja, weil er unsere Last getragen hat. Er hat unsere Last getragen, ja, dann soll ich die Last auch meines Nächsten tragen. Dann werde ich das Gesetz Christi erfüllen. Was war noch die Aufgabe der Gemeinde? Nicht das Gesetz vom Sinai halten, weil dieses Priestertum ist vorbei. Die Aufgabe der Gemeinde ist, Christus darzustellen. Ja, und wie soll ich das machen? Ja, trage die Last deines Nachbarn. Ja, mäh den Rasen oder kauf mal für den ein, wenn der krank ist oder besuch den oder ja, karitativ oder bet für den oder ja. Wir sollen Christus darstellen. Wir sind in einem neuen Heilshaushalt. Und jetzt hört ihr aber in den Gemeinden, ja, wir müssen die 10 Gebote halten. Ja, dann sage ich, die 10 Gebote sind, das Gesetz ist geistlich. Und wenn jemand das Gesetz Christi erfüllt, dann erfüllt er natürlich auch die 10 Gebote. Wir haben ja gestern das Beispiel gemacht, ja. Also wenn jemand Christus nachfolgt, im Gesetz Christi ist, wird er dann lügen? Nein. Wird er Ehe brechen? Nein. Wird er falsch Zeugnis reden? Nein. Ja, das heißt also, wird er sich gelüsten lassen? Nein. Das heißt also, alles das, was das Gebot vorschreibt, erfüllen wir, wenn wir im Gesetz Christi sind, so nebenbei. Ja? Aber nicht dem Buchstaben nach, sondern dem wahren Sinn nach. Wir leben nicht mehr in den alttestamentlichen Schattenbildern, wir leben in den neutestamentlichen Wesenheiten. Warum? Weil wir Gottes Geist haben.
um den Buchstaben zu verstehen? Nein, um das Wort zu verstehen, um den Sinn dessen zu verstehen, was Gott in seinem Gesetz geschrieben hat. Ja? Das ist etwas anders und das wird nicht gelehrt. Und das kennen wir alle. Ja? Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Man hat das im Kopf, aber das hat nicht, niemand hat den Stecker reingesteckt. Niemand hat den Schalter eingeschaltet, dass der Vers leuchtet. Dass der seinen Sinn gibt, dass man versteht, ach, das ist etwas anderes als das Gesetz vom Sinai. Unsere Schuld ist heute auch lieblos zu sein. Genau, das ist ein guter Gedanke, ja? Wer das Gesetz nicht hält, ist nicht zu schwach, sondern lieblos. Überleg das mal. Gottes Güte bringt uns zur Umkehr. Gottes Freundlichkeit, Gottes, das ist alles anders. Wir sind in einem anderen Heilshaushalt. Gott geht mit uns anders um. Und diese Sache zu sagen, ja, wir müssen aber wenigstens die 10 Gebote halten, das führt, das ist gut gemeint, ja, aber es ist mit Unverstand gesprochen, weil es führt uns irgendwie zum Sinai zurück. Das Problem ist jetzt natürlich, dass die gesamte Christenheit irgendwie meint, sie hätte jetzt keinen Maßstab mehr, weil die Gebote ja dann irgendwie scheinbar nicht mehr für uns gelten würden oder nicht richtig formuliert wären. Und jetzt musst du mir einen Gedanken vielleicht noch erlauben. Das Gesetz Gottes vom Sinai gilt für die ganze Welt. Und die ganze Welt wird nach diesem Gesetz abgeurteilt. Durch wen? Durch Christus. Gilt das Gesetz noch für uns? Für unseren alten Menschen ja, für unseren neuen Menschen nein. Ja? Paulus sagt im Neuen Testament manchmal etwas, man muss da tiefer einsteigen. Er sagt, wir sind nicht mehr unter Gesetz. Warum? Weil er dann den neuen Menschen meint. Warum ist denn der neue Mensch nicht unter Gesetz? Naja, der ist von oben gezeugt. Der neue Mensch ist durch Gottes Geist gezeugt. Das ist Gottes Natur in uns. Wenn aber das Gesetz Gottes Natur ist, dann hat das Gesetz an diesem Menschen nichts auszusetzen. Der neue Mensch ist nach Gott geschaffen und perfekt. Das ist unser Trost, ja? Das ist unsere Heilsgewissheit, weil wir sehen oft nur unsere Hüfte, dass wir hinken. Und die Bibel ruft uns in der Predigt etwas zu, was wir nicht empfinden, dass nämlich unser neuer Mensch nach Christus geschaffen ist und nicht unter Gesetz ist. Warum? Wenn das Gesetz den neuen Menschen sieht, verzieht es sich, weil es sagt, oh, das ist ja Christus, da habe ich gar nichts, ich bin von ihm geschaffen, das ist unser neuer Mensch. Das heißt, der neue Mensch ist nicht unter Gesetz. Ja? Der alte Mensch ist aber, warum ist denn der unter Gesetz? Na, weil der stirbt. Aber wir sterben nicht am Krebs, wir sterben an der Sünde. Ja? Der alte Mensch wird nach diesem Gesetz des Mose abgeurteilt und der neue lebt. So muss man es eigentlich schneiden. Das heißt für mich, ja, ich hinke. Ihr habt so eure Hüften und ich habe meine Hüften. Jeder hat so seine, die er so mit sich rumschleppt. Ja? Und wir wissen, und das hält uns auch bescheiden, das hält uns auch ein bisschen auf dem Boden. Dann heben wir nicht ab wie so ein Fesselballon. Aber als Trost sollen wir wissen, die neue Natur ist nicht unter Gesetz. Die ist, warum? Weil die dem Gesetz 100% entspricht, weil die über dem Gesetz ist. Man könnte viel dazu sagen. Das Gesetz gilt auf Erden, der neue Mensch ist im Himmel. Das Gesetz erreicht ihn überhaupt nicht. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ja? Das Gesetz kann er nicht. Wieso will ich denn aber dann zum Sinai zurück und 10 Gebote halten? Ja, ich würde trotzdem, um das noch vielleicht zu Ende zu bringen. Also wir sehen jetzt plötzlich, taucht ein neues Gesetz vor uns auf. Das Gesetz Christi, was überhaupt nicht zwingt, was ein Gesetz der Freiheit ist, sagt Jakobus. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit, der wird glückselig werden in seiner Tat, in seinem Tun. Das ist Evangelium, das ist Freude. Das ist nicht mehr Mose. Ja? Trotzdem muss das Gesetz gepredigt werden. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst. Das, warum? Weil in die Gottesdienste auch Menschen kommen, die noch gar nicht wiedergeboren sind. Die vielleicht schon seit vielen Jahren in die Gemeinde gehen und dann muss man das trotzdem. Und das Gesetz zeigt uns die Schuld. Und das Gesetz zeigt dem Menschen und der Mensch ärgert sich darüber. Der geht nach Hause und sagt, heute war der Pfarrer wieder blöd. So eine bittere Predigt habe ich auch noch nie gehört. Ich will doch wissen, was in der Ukraine ist und CO2. Geht doch nichts an, wie ich mein Leben führe. Doch, das geht ihnen was an. Ja, das geht ihnen was an. Dann ärgern sich die Leute, kommen die nicht mehr. Aber die haben das Wort Gottes gehört und es bleibt in ihrem Herzen stecken
Und das geht nicht mehr weg. Die stehen damit auf und gehen damit schlafen. Und jedes Mal, wenn sie Ehebruch treiben, wissen sie, der Pfarrer hat eigentlich gesagt, das soll ich nicht. Aber ich mache es trotzdem, weil ich es so will. Und jedes Mal, wenn es passiert, wird ihr Gewissen immer schwerer und immer schwerer. Und nach Jahren merken sie, ich muss umkehren. Ich habe mein Leben total verbaselt. Wenn Gott Gnade gibt, finden sie zu Christus. Und was ist dann passiert? Dann hat das Gesetz zu Christus getrieben. Ja? Also das Gesetz muss gepredigt werden, aber wenn ihr wiedergeboren seid und unter eurer Sünde leidet, dann dürft ihr auch wissen, der neue Mensch ist nach Christus geschaffen und es ist nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Ja? Weil er das Gesetz ja auch erfüllt hat. Er ist nicht gekommen, um aufzuheben, sondern Amen. Das ist die Grundlage. Ja? Was hätte Jesus denn selber tun müssen, um wieder in den Himmel zu kommen? Der Mensch Jesus. Das Gesetz halten. Hat Jesus das Gesetz gehalten? Ja. Konnte er jederzeit in den Himmel gehen? Ja, mit seinem Leib. Jetzt trägt er aber trotzdem den Tod. Und der Tod ist ja der Sünde Sold. Das heißt also, Jesus hat für sein eigenes Heil mehr getan, als eigentlich notwendig gewesen wäre. Ja? Er hat ja das Gesetz gehalten. Und Gott sagt, wer das Gesetz hält, soll leben. Das war die titanische Kraft Christi. Das ist übermenschlich. Deswegen haben wir einen Teil dieses, deswegen schreibt Paulus auch, dass er das Leiden Christi vollkommen macht. Wir auch als dieser Heilshaushalt der Gemeinde Jesu in der Welt leidet mit für Christus. Die Gemeinde ist zum Leiden berufen und nicht vor allem bewahrt zu bleiben. Warum? Weil unser Haupt gelitten hat. Es kommt auch die Zeit, wo unser Haupt herrschen wird. Dann werden wir herrschen mit ihm. Aber in diesem gegenwärtigen Weltlauf ist die Gemeinde Jesu zum Leiden berufen. Ja? Und zu gar nichts anderem. Um des Evangeliums willen. Nicht, weil wir so schrullige Typen sind. Manche leiden auch, weil sie so schrullen sind und glauben, das wäre das Leiden Christi. Ja? Verwechseln da ein bisschen was. Ich sage jetzt nur so, ja? Ihr wisst, was ich da meine. Ja? Ja? Aber wo das Haupt hindurchgegangen ist, da geht der Leib auch mit hindurch. Ja? Keiner ist größer als der Haupt. Bitte? Keiner ist größer als das Haupt. Ja? Was ich sagen will, nur, du meldest dich die ganze Zeit, ich habe dich nicht vergessen. Ja? Nur den einen Gedanken noch zu Ende. Jesus hätte für sein eigenes Heil nur das Gesetz, in Anführungsstrichen, nur das Gesetz halten müssen. Das hat er getan. Jetzt hat er aber trotzdem den Tod erlitten und die Verdammnis erlitten. Und da hat er mehr getan, als für sein eigenes Heil, der Mensch Jesus, als für sein eigenes Heil notwendig war. Und da ist der Platz für uns. Da stellen wir uns, das ist für uns. Da stellen wir uns drauf. Und wenn wir in den Himmel kommen, dann fragt Gott, wo ist denn deine Gerechtigkeit? Und dann sagen wir, wir haben keine Gerechtigkeit, wir kennen einen, der gerecht ist. Ja? Und in der Schweiz, ich habe das immer schon mal erzählt, manche kennen das auch schon, ihr müsst jetzt weghören. Wenn ihr einen Job habt und ihr bewerbt euch auf eine Stelle, dann sagt der Chef, was können Sie denn so? Haben Sie einen Schweißerschein? Nee, aber ich kenne einen, der hat einen Schweißerschein. Haben Sie einen Führerschein? Nee, ich kenne einen, der hat einen Führerschein. Haben Sie einen Schulabschluss? Nee, aber ich weiß einen, der hat einen. Versteht ihr? Das ist vollkommen töricht. Kriegt er den Job? Ha, niemals. Ja? So töricht ist das Evangelium. Das ist lachhaft für die Welt. Zu sagen, ich kenne einen, der gerecht ist. Aber es ist die einzige Möglichkeit, um in den Himmel zu kommen. Ja? Das ist das Schibboleth, das geistliche Schibboleth. Das bringt uns nach Hause. Und das ist so töricht für die Welt. Ja. Paulus geht so weit, dass er, ihr müsst euch überlegen, das ist ja ein Pharisäer, für den war das Gesetz ja, das war alles für ihn, ja. Das Gesetz war Gott für ihn. Und der geht hin und sagt, ihr seid frei, ja. Lasst euch nicht wieder unter das knechtische Joch fangen, ihr seid zur Freiheit berufen. Nur missbraucht diese Freiheit nicht als Deckmantel für die Bosheit. Aber er sagt, ihr seid frei, überlegt euch das von einem Pharisäer, ihr seid frei vom Gesetz in der Gebundenheit an Jesus. Das muss man auch sagen. Ja? Wir sind gebunden an Jesus. Und zwar mit Haut und Haaren. Ja? Auf, wie sagt man? Auf, Dankeschön, das habe ich gesucht. Auf Gedeih und Verderb. Ja? Hängen wir an Jesus. Und wir sind freigemacht vom Gesetz. Es ist noch mehr. Ihr seid Gesetz für die Welt. Ihr seid doch ein geschriebener Brief. Wir sind als Christen ein geschriebener. Wir sind Wort Gottes an die Welt. Ja? Die Gesetzesleute wollen das Gesetz tun. Die wollen das Wort Gottes tun, die wollen sich beweisen, dass sie recht sind. Wir essen das Wort. Ja? Die Gesetzesleute, die wollen das Gesetz mit den Händen ausführen. Wir sind gezeugt aus dem Wort. Wir sind geboren aus dem Wort.
Wir tragen das Wort Gottes in uns. Wir sind Wort Gottes an die Welt. Und die Gesetzesleute, die mögen das gut meinen, ja, die sagen, ihr müsst die 10 Gebote halten. Ich glaube, die müssen erst mal verstehen, was Christus bedeutet, dass Christus, Gott hat seinen Sohn geopfert. Da hat ein neues Priestertum angefangen. Da ist eine neue Schöpfung angefangen. Da gibt es den alten Adam und den neuen Adam in Christus, ja, der erste Adam, der zweite Adam, der alte Mensch, ja, und der letzte Adam und der zweite Mensch. In Christus hat eine neue Schöpfung angefangen, wie im Paradies die gefallene Schöpfung, so hat in Christus eine neue Schöpfung angefangen. Da muss sich die Gemeinde Gottes darüber bewusst sein, wohin wir berufen, was das heißt. Das ist etwas Riesengroßes, wo Gott uns zu beruft, ja. Ja, ich würde dort auch nicht sagen, dass es einen alten und einen neuen Gott gibt. Vielleicht habe ich mich da undeutlich ausgedrückt, aber Gott ist immer derselbe geblieben. Alter und neuer Bund, aber derselbe. Ja, alter und neuer Bund könnte man sagen, ja, aber Gott ist derselbe geblieben. Christus ist auch im Alten Testament schon. Ja, aber im Neuen Testament ist es so, dass Gott eigentlich die Israelsgeschichte unterbrochen hat. Gott schickt seinen Sohn als den Christus, den Gesalbten, in die Welt, der die Wahrheit zeugt und dafür auf Golgatha sterben muss, ja. Und gleichzeitig war das aber das eigentliche ultimative Opfer Gottes für die Sünden der Welt. Und dann ist das Erstaunliche, dass diesem Christus, diesem Gesalbten, diesem Maschiach, noch eine ganze Menge von Menschen nachfolgen in den 20 Jahrhunderten danach, die auch Gottes Geist bekommen haben. Die auch kleine Maschiach sind. Ja, der eine schwächer, der andere vielleicht ein bisschen heller. Ja, das kommt dann nicht darauf an, wie viel man im Kopf hat, sondern wie viel wir im Herzen haben. Ja, das kommt auf den Herzensglauben an. Denn die Ersten sind doch die Letzten. Die vorne stehen, sitzen da hinten. Ja? Mein Schicksal, tut mir leid. Ja? Und die hinten sind vorne. Gott kehrt es ja alles um, damit es mal gerecht wird. Ja? Die ganze Welt ist ja Diabolos durcheinander geworfen. Ja? Und das ist ein neuer Bund, der angefangen hat. Ein neues Testament. Das hat mit dem Alten gar nichts mehr zu tun. Das Alte Testament ist das Schattenbild dieses Neuen Testaments. Und Israel ist ein Modell der Gemeinde Jesu, in Modell 1:50. Und Gott hat uns einen Sinn gegeben, dass wir verstehen können, was er meint im Gesetz. Ja, das liegt auch dran, die Pastoren, die predigen heute das, was die Welt sieht. Ja, was die Welt hört, was die Welt verstehen kann. Weil die Weltleute, die dann mal in die Gemeinde sich verirrt haben, die kommen dann wieder. Die sagen, das hat mir was zu sagen gehabt. Und es ist ja auch verführerisch, ja. Sie sind von der Welt und sie reden von der Welt und die Welt hört sie. Ja, und dann werden Gemeinden groß und dann sind viele Leute in der Gemeinde, die mit so einem drittklassigen psychologischen Impulsvortrag zufrieden sind und glauben, sie hätten eine Predigt gehört. Das war aber nicht Gottes Wort. Wenn die Gottes Wort hören, werden die sich ärgern und nach Hause gehen. Die kommen über Monate und Jahre nicht mehr in die Gemeinde. Dann hat Gottes Wort sie getroffen. Ja? Und das ärgert den alten Menschen. Der will das nicht, weil er selber Gott sein will. Und das ist schwierig für die Pastoren, weil die Gemeinde sagt, du predigst so, dass die Leute all gehen. Ja, wir haben gar nichts mehr im Klingelbeutel. Was ist denn los hier? Ja, ja? Das ist eine Anfechtung. Ja? Und es ist natürlich klug für einen Pastor zu sagen, ich predige so, dass der natürliche Mensch glaubt, ja, das hat mir was zu sagen gehabt. Da fühle ich mich wohl, da gehe ich auch wieder hin. Da werden die Gemeinden groß und aus Pastoren werden Manager. Ja? Und die Manager werden zu Evangelisten heute und die Evangelisten werden zu Manager. Und die ganze Welt steht Kopf. Ja. Und das ist eine große Versuchung halt, dass Pastoren sagen, wir predigen so, wie es im Wort Gottes steht und dann werden viele Leute gehen, ja? Und ein Teil bleibt vielleicht dann nur da. Aber die dann da sind, haben auch Luft zu atmen, die werden auch satt, ja? Denen kann man auch das Evangelium dann predigen. Das ist aber eine große Versuchung, dann hat man auch manchmal ein schlechtes Gewissen. Die werden auch alle Sonntagnachmittags angerufen, die Pastoren, täuscht euch nicht. Ja, und die telefonieren Sonntagnachmittag bis Sonntagabend um 23 Uhr, Mütter, die sich beschweren, das war jetzt halt zu streng, ich konnte meine Kinder nicht mitnehmen, du hast von der Hölle und vom Teufel gesprochen, ich konnte nicht schlafen heute Nacht, wie kannst du denn so schlimm predigen, das will ich aber nächste Woche nicht mehr hören, sonst zahlen wir nichts mehr, da täuscht euch nicht, die stehen voll unter Feuer, ja. Da geht's in die ganze Woche, werden die angerufen, werden kritisiert, die stehen am Sonntag danach auf der Kanzel und denken, was darf ich denn noch sagen hier? Ich habe noch 2 Seiten in meiner Bibel, die anderen habe ich alle rausgenommen, ja? Und die habe ich auch noch selber geschrieben, ja? Ja, das ist so. Das ist ein Drama heute. Wie hat der Bruder Vogel gesagt, da kam eine Frau nach der Predigt. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Also ich wünsche euch den ganzen Monat schlafen. Genau, ja. Und dann hat es eingeschlagen. Ja.
Du sei so gut, lass uns das nachher machen. Ja, ich komme sonst hier nicht weiter. Das ist ein ganz anderes Thema. Machen wir nachher beim Kaffee, nehmen wir uns Zeit, hocken uns in der Ecke. Ja? Weil das Wort, Herr, ja, ich weiß, aber das führt uns so weit weg vom Thema, das machen wir jetzt nicht. Ja? Okay, gut. Du hast Verständnis dafür, gell? Gut. Ja? Also dann kommen wir noch so halbwegs hier durch unseren Text. Wir sind sowieso schon ein bisschen über die Zeit, ja? Also wenn die Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun des Gesetzes Werk, dann sind dieselben, weil sie das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Ihr eigenes Gewissen ist ihr Gesetz. Ja? Als die da beweisen, des Gesetzes Werk sei geschrieben in ihrem Herzen. Zumal ihr Gewissen ihnen zeugt, dazu auch die Gedanken, die sich untereinander verklagen oder entschuldigen. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das ist das Gewissen. Ja? Wenn du deinen Rasen mähst und hast zu viel Gras, darfst du den nicht über die Hecke beim Nachbarn in den Garten werfen. Warum? Aber du würdest das ja auch nicht wollen. Ja? Das ist, so einfach ist das. Und das ist das, was der Paulus schreibt. Die Heiden haben zwar nicht das Gesetz des Mose, so wie die Juden, aber die zeigen ja, dass das Gesetz eigentlich in ihrem Herzen geschrieben ist. Gott schreibt da auch nichts anderes. Er sagt, seid ehrlich zueinander, seid fair miteinander. Ja? Das Gesetz des Mose ist ja in drei Teile unterteilt. Es gibt einen sozialen Anteil, wie die Menschen miteinander umgehen sollen. Es gibt so eine Art Anteil, wie der Mensch vor Gott sich verhalten soll. Und es gibt einen kultischen Teil, was den Gottesdienst betrifft, Tempel. Und der kultische Teil, der kann zum Beispiel nicht mehr erfüllt werden. Warum? Weil kein Tempel mehr da ist seit 2000 Jahren. Dann bleibt also der ethische Teil, wie die Menschen untereinander sich verhalten sollen, und der Teil, wie man Gott gegenüber sich verhalten soll. Und bei dem Teil Gott gegenüber, da hapert es auch, weil Jesus da einfach in den Vorstellungen der Juden fehlt. Ja? Und wir haben alles. Wir haben einen Tempel, oder? Den sind wir selber. Wir haben einen hohen Priester, ja? Das ist Jesus. Wir haben ein Opfer, das ist sein Opfer auf Golgatha. Wir haben Reinigung von der Sünde. Wir haben alles in Christus. Was wollten die Juden uns geben, was wir nicht hätten? Im Gegenteil. Wir haben das gestern Abend gesagt, das Judentum ist die einzige Religion auf der ganzen Welt, die nicht ausgeübt werden kann. Müssen wir mal drüber nachdenken. Jeder Hindu kann seine Religion ausüben, jeder Moslem, Christen sowieso, aber Juden nicht. Warum nicht? Weil die keinen Tempel haben. Die reden sich da zwar auch raus, aber im Prinzip ist es so, ja? Eigentlich zu verhalten. Ja. Gucken wir drauf. Ja. Und das steht ja in Vers 14, 15 eigentlich auch. Ja, das stimmt, ja, das ist so, das stimmt. Gerade so, dass Nicht-Christen genau wissen, wie Christen sich verhalten müssen. Ja? Verurteilen sich selbst. Ja? Und es zeigt ja auch, dass ihr Gewissen ihnen schon sagt, was sie wissen genau, was richtig und falsch ist vor Gott. Also ich habe einige Freunde, die sind keine Christen, die können als ich zum Glauben kam, kannten die Bibel besser als ich. Ja? Und ich habe gedacht, wieso seid ihr denn keine Christen? Ihr kennt ja die Bibel besser als ich. War ich ganz erstaunt. Die Menschen wissen das schon. Die wollen nicht. Aber was du sagst, genau, das steht in Vers 14 und 15, ja? Also die Gedanken selber, Paulus sagt also, die das Gesetz nicht haben, die werden halt von ihrem Gewissen verurteilt. Wir stehen alle unter dem Urteil Gottes. Das ist natürlich unangenehm. Wenn euch das zieht, müsst ihr sagen, macht einfach zu, ja? Ja, okay, gut. Ja. Auf den Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, laut meines Evangeliums. Gott richte das Verborgene. Im Moment geht es alles noch so. Viele sind Weltmeister, so eine Fassade aufzubauen. Ja, das sieht alles ganz fromm aus. Wenn es so ganz super fromm ist, müsst ihr aufpassen. Da ist meistens viel Fleisch im Spiel. Wenn es so überfromm wird, ja, dann wird man so ein bisschen argwöhnig da. Nur so als Hintergedanke. Ja. Aber Gott richtet das Verborgene des Menschen, weil der schaut ins Herz rein. Und der wird richten, sagt Paulus, laut meines Evangeliums. Wie viele Evangelien haben wir? Drei. Drei? Wie drei? Eins? Was, wie eins? Ja, nee, ich meine jetzt so Johannes, Markus, Lukas, wollte ich wissen. Wer vier? Ja, ich wollte nur drauf, dass der Paulus hier ein fünftes wohl hat. Oder? Hat der Paulus auch ein Evangelium geschrieben, ja? Das war meine Predigt vom Norbert Lieter, vom Mitternachtsruf. Das fünfte Evangelium hat er das genannt, ja? Weil Paulus so das so formuliert, ja? Das sagt er, das ist mein Evangelium. Das war ganz schön arrogant, oder? Dann ist es so. Heute sagen wir, ja gut, das ist ja auch der Apostel Paulus. Damals haben sie aber gesagt, er hat ja nicht mal sein Studium zu Ende gemacht beim Gamaliel und ist zu einem Wanderlehrer und Irrlehrer, Ketzer geworden. Ja? Also als Zeitzeuge war das ganz schön arrogant. Also wir wissen natürlich heute, dass das der Apostel Paulus geschrieben hat, ja? Aber
Aber so, damals war das schon heftig. Ja? Es gab einen Offenbarungskrieg. Ja, das ist richtig. Ja. Also es ist auch so, dass niemand sich so sehr vom Judentum entfernt hat wie der Apostel Paulus. Also Jakobus und Judas, selbst Johannes, haben da immer noch eine gewisse Nähe zu. Paulus hat das Judentum vollkommen verlassen. Er hat gelebt wie ein Heide. Wirft er den Petrus ja nachher vor, ja? Weil der Petrus ja sich schämt, mit den Türken zu essen. In der Türkei damals, ja? Aber Paulus hat das Judentum vollkommen verlassen. Warum? Weil es kein Judentum mehr gibt vor Gott. Ja? Es gibt nur noch Christen. Menschen, die daran glauben, dass Gott seinen Sohn geschickt hat. Und deswegen ist Paulus meiner Meinung nach auch extra nochmal erwählt worden als 13. Apostel. Ja? Und der war der ideale Mann, weil der halb Jude und halb Römer war. Ja? Der war praktisch dieses Missing Link zwischen dem Judentum und der restlichen Welt. Ja? Also gut integriert. Ja, das stimmt. Ja? Ja? Dann kommt die Selbstgerechtigkeit der Juden. Siehe zu, du heißt ein Jude. Jetzt zieht er das Lasso ein bisschen enger und verlässt sich aufs Gesetz und rühmest dich Gottes. Wir haben das Gesetz, wir sind recht. Ja? Das sind die Goi, wir sind die Juden, wir sind erwählt von Gott. Und du weißt seinen Willen, und weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, weil sie das Gesetz kennen, prüfst du, was das Beste zu tun sei, und vermissest dich zu sein ein Leiter der Blinden, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Züchtiger der Törichten, ein Lehrer der Einfältigen, hast die Form, die äußere Form, ja, was zu wissen und recht ist, im Gesetz. Nun lehrst du andere und lehrst dich selber nicht. Du predigst, man solle nicht stehlen, und du stiehlst. Oder begehst Tempelraub, steht in anderen Bibelübersetzungen. Ja? Also ein schlimmer Diebstahl eigentlich. Du sprichst, man solle nicht Ehe brechen, und du brichst die Ehe. Dir greuelt vor den Götzen und du raubest Gott, was sein ist. Du rühmest dich des Gesetzes und schändest Gott durch Übertretung des Gesetzes. Denn euretalben wird Gottes Name gelästert unter den Heiden, wie geschrieben steht. Also vernichtendes Urteil für die Juden. Er sagt, ihr habt die äußere Form, aber innen drin ist alles voller Eiter und voller Aussatz. Ja? Und er sagt, die Beschneidung ist wohl nütz, wenn du das Gesetz hältst. Hältst du das Gesetz aber nicht, und das Gesetz kann niemand halten, so bist du aus einem Beschnittenen schon ein Unbeschnittener geworden, du Heidenjude, sagt er. Ja? Oder Judenheide, wie auch immer man sagen will. Das hat Ärger gegeben. Ja? Das war richtig heftig. Wenn nun der Unbeschnittene das Recht im Gesetz hält, meinst du nicht, dass da der Unbeschnittene werde für einen Beschnittenen gerechnet? Ja, da muss man ja die Hände in die Hüften stellen, da wird ja immer schlimmer mit dem Kerl. Das ist doch ungeheuer, was der schreibt. Ja? A self-hating Jew, sagen die heute dazu, ja? Ein selbsthassender Jude. Und wird also der von Natur unbeschnitten ist und das Gesetz vollbringt, dich richten? Ja, das hört ja gar nicht auf mit dem Kerl. Das ist ja wie ein Terrier. Der beißt mir ständig hier in die Wade und der hört gar nicht auf. Ich will den immer ab. Ja, das hört ja gar nicht auf. Also jetzt sollen auch noch die Unbeschnittenen das Gesetz vollbringen und mich auch noch richten als Jude. Hallo? Das war nicht der Deal, ja? Der du unter dem Buchstaben und unter der Beschneidung bist und das Gesetz übertrittst. Denn das ist nicht ein Jude, der auswendig ein Jude ist. Auch ist das nicht eine Beschneidung, die auswendig am Fleisch geschieht, sondern das ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Und die Beschneidung des Herzens ist eine Beschneidung, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Eines solchen Lob ist nicht aus Menschen, sondern aus Gott. Du musst etwas sein, damit du etwas bist und etwas tun kannst. Die Juden haben gesagt, du musst etwas tun, damit du etwas wirst, nämlich gerecht vor Gott. Du musst das Gesetz tun, damit du etwas wirst. Das Neue Testament sagt, du musst etwas sein, und dann fließt das Tun ganz von selber aus dir raus. Ja? Ein Apfelbaum bringt halt Äpfel. Warum? Weil es ein Apfelbaum ist. Ja? Kirschbaum bringt Kirschen. Warum? Weil es ein Kirschbaum ist. Frucht, die bringen Frucht. Warum? Weil der Baum lebt. Wenn der Baum keine Frucht mehr bringt, dann ist er tot. Ja? Und deswegen sagt das Neue Testament, an keiner Stelle haltet das Gesetz. Sondern das Neue Testament sagt, bringt Frucht. Das ist konsequent, oder? Wie kommen denn die Apostel da drauf? Selbst der Judas macht das nicht anders. Nicht mal der Jakobus. Ja? Wie kommen die? Weil die wissen, dass ein neues Priestertum angefangen hat. Dass das alte Priestertum vorbei ist. Dass der Sinai-Bund abgeschlossen ist. Weil das ewige Priestertum Christi angefangen hat. Und auch die Juden haben keinen Sinai-Bund mehr. Die Juden haben im Moment gar keinen Bund. Der einzige Bund, den es gibt, ist der Bund in Christus. Und den könnten sie sofort haben. Dann würden sie auch keinen Tempel mehr bauen wollen, oder? Also wenn ein Jude vom Tempelinstitut sich zu Jesus bekehrt und gläubig wird, würde der noch einen Tempel bauen wollen? Nö.
Ja, wieso glauben die Evangelikalen, dass die Juden einen Tempel bauen wollen? Wieso glauben die Evangelikalen, das wäre nötig? Versteht ihr, das ist alles so verbogen. Ja? Ja, zum Schluss habe ich euch noch kurz was mitgebracht. Du raubest Gott, was sein ist. Habe ich euch hier gezeigt. Das passiert natürlich auch in Großkirchen und in kleinen Kirchen. Aber es passiert auch hier bei ihm hier. Das ist ein ganz klassisches Zeichen. Das ist der Yitzhak Ginsburg. Ja? Manche kennen den vielleicht. Ja? Das ist ein ziemlich bekannter Rabbiner, Kabbalah-Spezialist. The Teaching of Kabbalah Series, Kabbalah and Meditation for the Nations. Die Juden haben hier den göttlichen Funken und der leuchtet auf die Welt und bringt mit Tikkun Olam die ganze Welt wieder in Ordnung. Die Juden bringen die Welt wieder in Ordnung. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Wer hat das gesungen? The Beatles. Das ist ein Kabbalah-Lied. Du siehst nur, was du weißt. Das ist ein Kabbalah-Lied. Ja? Bitte? Ja. Ja? Regenbogen mit dabei. Ja? Kabbalah and Meditation for the Nations. Was sagt der? Ist der Yitzhak, ja? Habe ich, glaube ich, auch mal irgendwo übersetzt. Der schreibt, der Bund mit dem jüdischen Volk war nicht der erste, der zwischen dem Allmächtigen und der Menschheit geschlossen wurde. Vor der Offenbarung am Berg Sinai gab Gott bereits Adam erste Gebote. Aha. Später schloss er einen Bund mit Noah. Ah, es geht um die noachidischen Gebote, ja? Später schloss Gott einen Bund mit Noah, indem er ihm die Regeln für eine universale Religion für die Menschheit gab. Ach, darum geht's. Das weltweite Judentum soll aufgerichtet werden. Eine universale, nicht Islam, eine weltweite universale Religion. Schreibt er hier, ganz offen, ja? Ein sehr bekanntes Buch. Hat auch ein Vorwort bekommen hier von dem Lubavitcher Rebbe. Der bekannteste Teil dieses Bundes sind die sieben universellen Gebote, bekannt als die sieben noachidischen Gebote, Noahide Laws. Die Amerikaner kennen das, die deutschen Evangelikalen kennen das nicht, weil das Judentum hier etwas zurückhaltender ist als in Amerika, aus der Geschichte raus. Ja? Der noachidische Bund ist Gottes Geschenk an die Menschheit. Ach so, nicht der Bund in Christus? Nee, der Bund Noahs, ja? Um das Gute und den Frieden auf Erden zu bewahren. Das hört sich ja toll an, machen wir mit, ja? In diesem Buch entwickelt Rabbi Yitzhak Ginsburg die mystische Bedeutung des noachidischen Bundes und der sieben noachidischen Gebote, indem er über die Gesetzesbriefe hinausgeht, also die Tora, ja? Indem er über die fünf Gesetzesbriefe hinausgeht, offenbart er die spirituelle Bedeutung der noachidischen Gebote, bei dem jedes Einzelne eine besondere Glaubensmanifestation an Gott ist und jedem ein bestimmtes spirituelles Prinzip zugrunde liegt. Ho, ho! Da machen wir mit, ja? Ganz Hollywood macht da mit, Kabbalah, ja? Um in einen Bund mit dem einen Gott fest eingewurzelt und fruchtbar zu sein, muss dieser Bund in seinen mystischen Dimensionen innerhalb der Tora begriffen werden. Nee, da muss man in den Bund mit Christus kommen. Das ist hier klassische Irrlehre, weil das führt jetzt von Jesus weg, ja? Und das ist sehr modern, sehr hip. Wenn ihr heute in eine Synagoge geht, bekommt ihr ein kleines Kreditkärtchen, wo die sieben noachidischen Gebote draufstehen. Ja, ja, ja. Also in Aachen in der Synagoge ist auf jeden Fall so, ja. Dieses Buch bietet dem Leser einen ersten Einblick in diese mystischen und spirituellen Wurzeln des göttlichen Dienstes für gerechte Heiden. Also der Rabbi will jetzt praktisch Licht für die Heiden sein, für die Goyim, damit die Heiden auch zu gerechten Heiden werden, indem die nämlich die noachidischen Gebote halten. Sieben Gebote. Du sollst Gott nicht lästern, du sollst keinen Götzendienst betreiben, du sollst nicht stehlen, du sollst keine Blutschande betreiben, du sollst nicht lügen, du sollst kein lebendiges Gliedmaß von einem Tier essen, das noch lebt, ja, also das Fleisch in seinem Blut, bei Noah war das Gebot. Und das siebte ist das sind alles Verbote, und das siebte Gebot, das siebte Gesetz ist, dass weltweit Gerichtshöfe eingerichtet werden sollen, die darauf achten, dass diese 8 oder 8,5 Milliarden Menschen die noachidischen Gebote alle einhalten. Wer die noachidischen Gebote übertritt, wird gesteinigt. Ja? Es gibt aber auch die Möglichkeit, auch geköpft zu werden. Talmud, bitte? Genau. Das, was ich euch sage, ist also offizielle jüdische Lehrmeinung im Talmud. Das ist nichts, was irgendwo irgendein Rabbiner in der Ecke oder im Winkel irgendwo behaupten würde. Das ist offiziell Talmud, die noachidischen Gebote in Amerika, Ostküste, sehr bekannt. In Deutschland wissen wir davon nichts. Ja, weil die noachidischen Gebote nicht in der Bibel stehen, sondern in der mündlichen Tora.
Gott hat Mose nicht nur, sagen die Rabbiner, eine schriftliche Gesetze gegeben, sondern eine mündliche Tora. Und diese mündliche Tora haben die Pharisäer, die Weisen, die alten Weisen, mündlich überliefert und haben die dann irgendwann in den ersten, zweiten Jahrhunderten vor und nach Christus dann zum Talmud zusammengefasst. Ja? Genau, in Amerika ist das schon Teil des Gesetzes, ja. Da werden die noachidischen Gebote gehören schon zum Gesetz und die haben auch einen Feiertag jedes Jahr. Die Amerikaner haben nicht viel Urlaub, aber da gibt es einen Feiertag, Education Day heißt es. Und da werden Jugendlager veranstaltet und die werden alle im Talmud unterrichtet und in der Kabbala. Okay. Ja? So, jetzt also Kabbala and Meditation for the Nations, Seite 18, da steht, und jetzt wird, das ist spannend, ja, jetzt müsst ihr genau zuhören, weil es geht ja darum, du raubest Gott, was sein ist, ja. Von Abraham, dem ersten Juden, sagt die Tora, dass Gott ihm befahl, wandle vor mir und sei fromm. Aha. Was anzeigt, dass die Tora von dem jüdischen Volk erwartet, in der Lage zu sein, vorauszugehen. Das bedeutet, hallo? Das bedeutet, Gott zu leiten. Gleichzeitig ist der Idealtyp für einen Nichtjuden zu folgen oder mit dem Göttlichen zu gehen, und zwar hinter Israel nach. Also ist Israel göttlich und geht sogar Gott voraus? Das schreibt ein sehr bekannter Rabbiner. Das ist einer der Päpste im Judentum, ja? Das ist Rabbi Ginsberg. Das Vorwort hat der Lubavitcher Rebbe, der hat das Buch empfohlen, damit die Goy, die Unbeschnittene, diese mystische Erfahrung machen, mit Gott Israel nachzufolgen. Der Punkt ist der, ich will euch nur ein bisschen, bisschen sensibel machen, was hier läuft. 2018 gab es in Wien einen Kongress, An End of Antisemitism. Da wurde gefordert, alle antisemitischen Äußerungen aus den kirchlichen und auch aus den muslimischen Schriftwerken rauszutun. Also in der kirchlichen, in den Unterrichtsmaterialien, in den Gottesdienstordnungen und allen Literatur in den Christen müssen antisemitische Äußerungen ersetzt werden durch philosemitische. Das hat der Papst mit unterschrieben. Das haben hohe Kirchenführer der evangelischen Kirche unterschrieben. Es war ein internationaler Kongress. Schirmherrschaft war der österreichische Staatspräsident und ich meine sogar hier aus Deutschland irgendein hoher Politiker. Also es war, der Papst hat ein Vorwort geschrieben dazu. Ja? Das war also nicht im Winkel geschehen. Da steht drin, dass die Christen und auch die Muslime machen das natürlich nicht, aber es müssen alle antisemitischen Äußerungen aus dem kirchlichen Unterrichtsmaterial gestrichen werden. Und jetzt gibt es erste Anfragen von jüdischen Organisationen in Amerika an Bibelgesellschaften, die das Neue Testament ändern müssen. Weil da drin steht hier die Synagoge Satans. Ich will euch nur ein bisschen sensibilisieren, was hier läuft. Das siebte noachidische Gebot war, richte weltweit Gerichtshöfe ein, die darauf achten, dass das verboten ist, die noachidischen Gebote zu übertreten. Ja, ich wollte euch das nur zeigen, weil das ist natürlich, also du raubest Gott, was sein ist. Das wird aber auch in Israel heute geschrieben, gelebter Glaube. Ja? Die haben sich da auch zu geäußert, weil Israel heute, in Israel müssen die auch ein bisschen Jewish sein und die schreiben dann auch Artikel, habe ich euch ja mal rausgeschrieben, das steht in der christlichen Zeitschrift jetzt. Und die schreiben, habt ihr euch mal gefragt, wie ihr mit Gott wandelt? Erinnert euch an Rabbi Ginsberg, das Kabbala jetzt. Zusammen, nebeneinander, hintereinander oder jeder für sich. Was heißt es, wenn Menschen mir sagen, Gott ist mit mir, Gott ist mit dir, Gott ist in mir? In der Bibel lesen wir, wie zwei Schlüsselfiguren mit Gott wandelten. Ich meine Noah und Abraham. Erst ab und das lesen alte Omas da beim Kaffee und die denken sich da nicht viel bei. Aber ihr seid jetzt ein bisschen sensibilisiert, ja? Ja, genau. Aber die wollen jetzt auf diesen Abraham und Noah, auf diese noachidischen Gebote kommen. Jetzt passt auf, wie die das auslegen. Dann machen wir Schluss, ja? Was bedeutet es, eine Führungsrolle inne zu haben und darin mit oder vor Gott zu wandeln? Beide Menschen hat Gott mit vielen Nachkommen gesegnet. Mit beiden, also mit Abraham und mit Noah, hat er einen Bund geschlossen und beiden gab er Zeichen für diesen Bundesschluss. Noah den Regenbogen, Abraham die Beschneidung. Ein Unterschied zwischen Noah und Abraham ist, dass Noah eine Universalfigur symbolisiert, Abraham aber eine universale Dimension. Abraham ist der Vater vieler Nationen mit einer nationalen Dimension, denn seinem Samen gab Gott später Eretz Israel. Abraham ist der Vater Israels und deswegen, weil Abraham das Land gehört, gehört das Land auch Israel. Gott erwählte den Abraham zum Vater und ersten Volksführer Israels, während Noah nicht als direkter Vater einer bestimmten Nation gelten kann.
Wo liegt also der Unterschied zwischen beiden Gerechten in ihrem Charakter und in ihrer Gestalt? Wenn Gott Abraham zum Vater vieler Nationen und seines auserwählten Volkes Israel machte, nicht aber Noah. Beide waren Gerechte und glaubten an Gott. Noah wandelte mit Gott und Abraham wandelte vor Gott. Noah ist mit Gott gegangen, aber Abraham wagte es, vor Gott zu gehen. Das ist heftig. Das ist eine christliche Zeitschrift. Das ist keine, das wird vermischt miteinander. Ja? Und es ist kaum auseinanderzudröseln, weil wir von den noachidischen Geboten nichts wissen. Es sind Dinge, über die wir nicht informiert sind. Ja? Beide waren gerecht, aber wagt es vor Gott zu gehen. Abraham hat sich herausgenommen, Gott herauszufordern. Als Gott den Noah beauftragte, die Arche zu bauen, um alles Fleisch und um seine Familie vor der Sintflut zu retten, tat Noah dies ohne Widerrede. Noah wusste, dass Gott die Welt vernichten wollte. Wie? Hatte Noah kein Mitleid mit seinem Nächsten? Als Gott den Abraham warnte, dass er Sodom und Gomorra vernichten wollte, war er mit diesem Urteil nicht einverstanden. Abraham war nicht einverstanden mit Gott. Er hatte Gefühle des Mitleids, Abraham, nicht Gott. Also Abraham kommt sogar besser weg als Gott hier, ja? Abraham wollte dies nicht zulassen. Er sperrte sich dagegen und sagte, wie tust du eine solche Sache und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, dass der Gerechte sei wie der Gottlose? Vielleicht sind 50 Gerechte in der Stadt. Willst du die wegraffen und den Ort nicht verschonen um 50 Gerechter willen? Wie ist das möglich, fügte Abraham hinzu. Du bist doch der Richter der Erde. Solltest du nicht richten? Gott und Abraham einigten sich schließlich auf die 10. Das heißt es, vor Gott zu wandeln. Im Gegensatz zu Noah konnte Abraham eine Vernichtungsabsicht nicht passiv hinnehmen. Er mischte sich in Gottes Entscheidung ein. In Klammern, Abraham ist Israel. Israel sind wir. Wir sind die Juden. Wir sagen auch Gott, was richtig und falsch ist. Da werden wir mal gelacht. Und den Goy sowieso. Merkt ihr diese Chuzpe, diesen Hochmut, ja? Die rauben Gott, was sein ist. Das sagt Paulus im Römerbrief. Im Gegensatz zu Noah konnte Abraham eine Vernichtungsabsicht nicht passiv hinnehmen. Er mischte sich in Gottes Entscheidung ein. Noah tat das nicht und das passt zu seinem Namen. Noach, was im Hebräischen bequem heißt. Noah war ein bequemer Mensch. Das seid ihr. Ihr seid die Goyen. Ihr seid die Noachiden. Ihr seid bequem. Euch geht es ja nur um euren Handy und Flachbildschirm und Mallorca-Urlaub. Wir Juden nehmen das Gesetz auf uns. Wir kämpfen mit Gott um eine gute Welt, dass die Welt bewahrt wird. Noah war ein bequemer Mensch, der keine geistliche Herausforderung annahm, wie später Abraham. Noahs Hauptziel war nur sein eigenes Überleben. So egoistisch sind die Goy, das sind die Noachiden. Wenn nur er und seine Familie die Flut überleben, die ganze Welt vernichten konnte, dann war ihm alles andere egal. Wenn Gott es so angeordnet hat, warum dann noch unnötige Fragen stellen? Wozu dem höchsten Alternativen unterbreiten? Es wäre gut möglich, dass Abraham an Noahs Stadt anders gehandelt und Gott vielleicht überredet hätte, die Sintflut zu verschieben oder mehr Menschen zu retten. Aber Noahs Passivität und Unfähigkeit, Dinge im Leben zum Besseren zu verändern, machten ihn anschauend untauglich, Vater einer Nation zu werden. Das heißt, ihr Goy, die ihr so bequem seid und ihr nicht mit Gott umgeht, ihr seid überhaupt nicht in der Lage, die Welt zu regieren. Ihr könnt das überhaupt nicht. Es gibt nur ein Volk, was das kann. Das, was Gott vorausgeht. Das ist heftig. Und das steht in Israel heute. Ich kann euch die Ausgabe zeigen. Merkt ihr, was da läuft? Ein Volksführer geht vor dem Volk und dies kommt in Abrahams Wandel mit Gott zum Ausdruck. Es bleibt Abraham vorbehalten, sich um eine universale Gerechtigkeit zu sorgen. Tikkun Olam, die Welt muss verbessert werden. Ja? Und deswegen sogar Gott herauszufordern, fair zu sein. Abraham weiß hier, was fair ist und Gott scheinbar nicht. Denn als Richter der Erde ist Gott doch dazu verpflichtet, fair zu richten. Ach so. Ich finde das heftig. Ja? Das hat Noah nicht so gesehen und leider sehen dies auch viele Politiker in unserem Volk nicht so. Jetzt machen sie so ein Schleifchen drum, damit, ja, Maul auf, Gülle reingeschüttet, ein bisschen Schleifchen drum und ein bisschen Parfüm drauf gesprüht, damit es nicht so weh tut, ja. Aber es ist drin, es ist im Denken drin. Erst komme ich, nach mir die Nation, aber dafür erinnerte Abraham Gott daran, dass er als Richter der Erde die Menschen fair richten sollte. Das wünsche ich Israel auch heute, Punkt. Und das war's dann. Ist das ein Artikel? Hier oben, da steht es, glaube ich, schon ein bisschen älter. Januar 2020, Nummer 486. Januar 2020. Kann sein, ja, dass man das auch findet. Also könnt ihr da auch sehen. Ja? Ich will damit nur sagen, dann hören wir auch auf. Diese Dinge laufen und die werden mittlerweile auf höchstem Niveau auch entsprechend
von Papst und von Kirchenführern auch abgezeichnet. Nennt sich dann so nett ein End of Antisemitism. Das wird die noachidischen Gebote einführen. Eins der noachidischen Gebote ist zum Beispiel, du sollst nicht töten. Ja, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen. Und der Deutsche denkt, ja gut, das ist ja fast wie die 10 Gebote, hört sich jetzt nicht so schlecht an, mache ich auch mit. Ja? Jetzt sagt der Jude aber, ja, stehlen ist was anderes, als ihr Goy meint. Der Deutsche meint, stehlen wäre ein Portemonnaie klauen oder ein Auto. Der Jude sagt, nee, stehlen ist, wenn du das Alte Testament liest. Das gehört nämlich nur uns. Du darfst das Alte Testament nur lesen, wenn ein Rabbi dabei ist. Ohne Rabbi darfst du nicht das Alte Testament lesen. Vor allem darfst du dich nicht ins Alte Testament versenken. Du darfst das Alte Testament lesen, soweit wie das noachidische Gebote sind, die du einhalten sollst als Heide. Aber ansonsten darfst du das Alte Testament nicht lesen. Und das Neue Testament darfst du auch nicht lesen, weil das ist gelogen. Du darfst überhaupt keine Bibel mehr lesen. Das ist Diebstahl, das verstehen die unter Diebstahl. Die haben hunderte von Untergeboten unter die 7 noachidischen Gebote drunter geschrieben. Es kann ja kaum sein, dass Israel 600 Gebote hat und die Heiden nur 7. Hallo? Ja? Das heißt, der Sanhedrin wird gerade wieder Rechtsreform, Netanyahu, Israel, die Orthodoxen wollen dort den Sanhedrin wieder einrichten. Das ist deren Rechtsreform, deswegen gehen die in Tel Aviv auf die Straße. Das ist das hier. Ja? Ja, genau, natürlich. Ja, wir sind Noachiden, wir sind nicht in der Lage, es geht uns nur um uns. Ja? Die Juden sind aber eher wie Abraham, die gehen auch Gott noch voraus. Also ich habe ein paar Schlaglichter gemacht dazu, dass man einfach ein bisschen sich auch einfach mal hört, weil viele sagen ja, Israel ist Gottes Volk und das gar nicht reflektiert. Und ich sage einfach, na, hört euch doch die Rabbis mal an, was Gottes Volk so erzählt über euch, über Gott, über ihren Gott, über ihr Verhältnis zu Gott, über ihren Tempel, über ihren Gottesdienst, und dann fallen einem die Schuppen von den Augen und dann liest man Römer 2 auch plötzlich komplett neu. Ja? Also das ist so, Offenbarung 20, da denkt man bei den Häupten immer an den Islam, aber wenn man die noachidischen Gebote denkt, denkt man ans Judentum. Und das ist, erschüttert einen eigentlich. Und es ist auch so, wie du sagst, also diese Gebote, die dort sind, wenn wir an Jesus Christus glauben, dann betreiben wir Götzendienst, Idolatry. Und da steht die Todesstrafe. Also an Jesus zu glauben, steht laut Judentum die Todesstrafe drauf. Ist das Gottes Volk? Um Himmels Willen. Jesus ist Gott, oder? Wenn Israel Gottes Volk wäre, wäre es doch auch das Volk Jesu Christi. Wie können die Todesstrafe auf... Und das ist keine Interpretation von mir. Das sagen die Rabbiner, das steht so im Talmud. Das ist Inhalt der noachidischen Gebote. Ja? 7 Gebote Noahs. Also wenn euch interessiert, dann gebt einen Achim Klein... Noachidische Gebote, dann kommen da Videos, da gibt es so eine ganze Reihe drüber, ist auch ganz kurzweilig, das anzuhören, aber fröstelt es einen. Und es ist richtig, ich meine, wohin führt das denn? Das führt, dass die Christenheit zwischen Islam und Judentum zerrieben wird. Dazu führt das. Und den Juden steht der Islam näher als die Christen. Wir Christen glauben, dass das Judentum uns näher steht als der Islam. So denken wir Christen. Aber aus dem jüdischen Verständnis raus sagen die Juden, die Christen sind Gotteslästerer, weil die sagen, ein Mensch wäre Gott. Darauf steht auch im Alten Testament die Todesstrafe. Ja? Und die Muslime stehen den Juden näher, weil die sagen, die Juden sagen, die Muslime stehen uns näher, weil die Muslime nur einen, das ist eine monotheistische Religion, die haben nur einen Gott, der heißt leider bei denen Allah, und die haben auch das falsche Buch. Aber ansonsten steht uns der Islam als Juden näher als das Christentum. Die Christen spenden aber für den dritten Tempel, damit er in Jerusalem gebaut wird. Und wenn der dritte Tempel von den Juden gebaut werden würde, dürfen alle Religionen da rein, nur die Christen halt nicht, weil das sind ja Götzendiener. Aber das Geld nimmt man schon. Da baut man dann. Aber es gibt noch eine andere Bedeutung. Die meisten wissen nicht mal, was das ist, noachidische Gebote. Ich habe auch immer wieder mal gefragt, weiß gar keiner. Ja, weil die jüdische Welt wird eh ausgeblendet, was das hier anbetrifft, ja. Man ist dann schnell dabei und sagt, Israel ist Gottes Volk, und da muss man auch aufpassen, dass den Juden nichts passiert. Aber das sind eigentlich ja offizielle Aussagen. Und ich meine, es gibt in Gießen an der FTH gibt's ein Institut für Israelologie, und die haben gesagt, wir wollen gerne mit den Juden zusammen auch über Thema Israel und Gemeinde zur gegenseitigen Verständigung. Und die haben dann irgendwann gesagt, sie möchten doch bitte die Juden bitten, dass sie sich von diesen antichristlichen Äußerungen da im Talmud distanzieren, haben die bis heute nicht gemacht. Ja. Das ist eine Interpretation, die man nur versteht, dass es darum geht, in Noah steht für die Heidenvölker, die nicht in der Lage sind, sich selber zu verwalten. Den Führungsanspruch für die Welt hat
Israel für sich. Wir sind die, die die Welt führen. We run the world. Im Financial, in den Medien, in den Zeitungen, in den politischen. Ja? Und das ist ein Bild, was da erscheint, was man heute überhaupt nicht zeichnen darf, weil man da sofort, auch bei mir, in meinem Kopf, macht es da Klick, weil wir schon so konditioniert sind. Ja, das darf man überhaupt nicht formulieren, was hier steht. Deswegen sage ich halt immer das, was hier kolportiert wird und auch von Israel heute da gezeigt wird. Das steht offiziell im Talmud. Das ist offizielle Lesart. Ja, das heißt, die sind eigentlich drauf und dran, uns die Bibel zu verbieten, die Bibel zu lesen. Ihr könnt natürlich, da waren die Rabbiner ganz erstaunt, ach, es gibt auch Christen, die nicht an die Gottheit Jesu glauben. Ja gut, da können wir leben mit. Das sind ja Noachiden eigentlich. Also wenn die, dann wäre ja Jesus für die nur ein Mensch. Und eigentlich könnte man sagen, Jesus war ein etwas verwirrter Rabbiner, ein Lehrer, aber ein bisschen wirr im Kopf. So wirre Lehrer haben wir immer gehabt in den letzten 2.000-3.000 Jahren. Dann ist bei den, die Christen sind halt diesem Lehrer auf den Leim gegangen, aber wenn die den jetzt nicht göttlich verehren, könnten wir die auch umarmen und als Noachiden willkommen heißen. Es entscheidet sich an der Gottheit Jesu. An der Gottheit Jesu. Ihr könnt an Jesus glauben, wenn er sagt, er ist nicht Gott. Ja? Dann habt ihr kein Problem, wird auch nicht geköpft. Wenn ihr sagt, Jesus ist Gott, habt ihr ein Problem. Und das war, glaube ich, bei der Urgemeinde ganz ähnlich. Ja? Der Kaiser war Gott. Ja? Also man kriegt eine andere Perspektive. Ja? Und es ist natürlich, fällt das schnell unter diese Schublade antisemitisch. Ich sage, das sagen die selber. Ich zitiere ja nur die Rabbiner da. Ja? Ist ja nicht so, als ob man sich dort ausdenkt, um was Böses zu sagen. Ne? Das ist ja eine offizielle Agenda. Und wenn man das weiß, dann weiß man auch, warum in der Presse immer Antisemitismus, sie sind so antisemitisch. Wo führt das denn hin? Das führt dahin, dass man irgendwas sagt, also es ist so antisemitisch jetzt bei uns im Land, wir müssen das mal irgendwie gesetzlich regeln, was denn antisemitisch ist und was nicht, was fällt denn da drunter? Das heißt, dann werden Gerichte eingerichtet und dann werden Gesetze gemacht und dann sind wir beim 7. noachidischen Gebot. Und die Bevölkerung hat das überhaupt nicht mitgekriegt, weil das überhaupt keiner weiß. Und das sagt euch auch niemand. Weil Pastoren, die sowas sagen, sind ganz schnell arbeitslos. Die werden durch die Presse durchgezerrt und dann war es das. Das sagt euch niemand. Ihr müsst euch das selber suchen, ja, oder man weiß es halt nicht. Jetzt beten wir noch mal einen Schluss. Wir könnten da noch ein bisschen plaudern auch, oder ja? Machen wir einfach, sonst verläuft sich so, ja. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir dich gefunden haben und dass wir bei dir das Leben haben und dass du uns einen neuen Bund geschenkt hast und dass wir dir angehören dürfen. Wir wollen dir nachfolgen, wir wollen, dass du vorausgehst und dass wir lernen, dir nachzufolgen, verstehen, wer du bist und was du uns geschenkt hast durch den neuen Bund, dass wir im Gesetz des Geistes sein dürfen, dass wir frei sein dürfen vom Gesetz, weil du uns ein neues Leben geschenkt hast und eine neue Natur und alles gut geworden ist in dir und dein Opfer auf Golgatha genügt, auch für uns genügt, für jeden Einzelnen von uns. Danke, dass du uns so adelst, dass du uns anschaust und dass wir bekennen dürfen, dass wir mit dir unterwegs sind und dass das wirklich gute und frohe Botschaft ist. Bei den Dingen, die wir sehen und die wir lernen, da bitten wir dich einfach, dass du sie in deine gute Hand nimmst und auch bewegen möchtest in unseren Herzen. Aber dass wir uns davon jetzt nicht ängstigen lassen, sondern dass wir einfach auch mutig sind und gehen mit dir und wissen, dass unser Heil gesichert ist und dass alles gut geworden ist durch dich und durch dein Opfer auf Golgatha. Segne auch den restlichen Tag noch, sei du bei uns und danke dafür, dass wir die Zeit haben dürfen, uns so austauschen können untereinander. Gepriesen sei dein Name, Herr. Amen.